spät, ich komme zu spät. Lass mich jetzt bloß nicht im Stich, bitte. Los, ihr Rennschnecken, jetzt gebt mal Gas und sagt mir, wer von euch die schnellste ist. Oh, ja. Hey, Kinder! Soll ich dich mitnehmen? Du? Ich bin noch die schnellste Rennschnecke von ganz Novodettelsibirsk. Danke, Lena, aber das rettet mich jetzt auch nicht mehr. Na? Ja, evangelische Diakonie Neundittelsbach. Aha. Nein, ich bin sozusagen Ihre engste Mitarbeiterin. Worum geht's denn? Juhu! Super! Schneller, Anna! Ja. Vielen Dank, Schwester Monika. Danke. Gut. Danke, Monika. So, Schatz, da fährst du einen gut bei mir. Ups. Schwester Anna, bist du wirklich nicht meine Mama? Nein, Schatz, wenn du mich noch tausendmal fragst, ich bin's nicht. Und mein Papa? Wer ist mein Papa? Das krieg ich raus. Versprochen. Guten Morgen, Frau Oberin, ich wäre dann jetzt da. 12 Minuten zu spät. 11 Minuten und 40 Sekunden. Plus 20 Sekunden für die Ausreden, die jetzt noch dazukommen. Also? Motorschaden. Mein Dienstwagen ist 20 Jahre alt und gemäß der neuen Feinstaubverordnung dürfte ich gar nicht mehr mit der... Schwester Anna, so geht es nicht weiter. Ihr Ungehorsam hat ein Ausmaß erreicht, wie ich es in meiner engsten Umgebung nicht länger dulden kann. Wegen 11 Minuten und 40 Sekunden. Ich habe mir erlaubt, ein Telefonat entgegenzunehmen, das in Ihrem Büro seit 8 Uhr morgens ins Leere geklingelt hat. Und da hat sich ein Herr Schwanthaler vom erzbischöflichen Ordinariat in München gemeldet. Ja. Er lässt Ihnen seinen großen Dank ausrichten in Sachen Schwester Paula. Und Sie wüssten schon... So, und jetzt kommen Sie. Ja, Schwester Paula macht gerade ihr ärztliches Praktikum in Brasilien. Schwester Paula ist Katholikin und hat ihr Kind abgetrieben. Und ganz offensichtlich mit ihrer Hilfe. Mit einem Beratungsschein. Nach eingehender Prüfung des Einzelfalles. Frau Oberin, was hätte denn aus ihr werden sollen? So ist doch für alle Beteiligten wir das Beste. Wir sind nicht der Reparaturbetrieb der katholischen Kirche. Und schon gar nicht, wenn es um Abtreibung geht. Schwester Paula liebt Kinder über alles. Und sie wird bestimmt eine hervorragende Kinderärztin. Anna, Ihnen ist hoffentlich klar, dass Sie als meine Stellvertreterin nicht länger zu halten sind. Heißt das, ich bin gefeuert? Ja, nein. Aber Sie müssen weg. Sie müssen wieder weg aus der Zentrale. Andernfalls tanzen mir hier bald alle auf der Nase rum. Zurück nach Südamerika? Ja, das wird Ihnen so gefallen, gell? Aber eine Hungerrevolte gegen eine demokratisch gewählte Regierung, das reicht nicht. Das ging damals gegen die Bananenmafia. Schwester Anna, Sie stecken in Zukunft Ihre Nase nicht mehr in menschliche Schicksale, sondern in unsere Geschäftsbücher. Das haben Sie schließlich nicht studiert. So, hier, erledigen Sie das. Wir haben ein Wirtshaus geerbt. In einem Dorf in der Nähe von München. Seltsamerweise ist unsere Gönnerin katholisch. Also praktisch ihr Spezialgebiet, gell? Also, fahren Sie hin, liquidieren Sie und melden Sie mir Vollzug, aber zitissime. Und treten Sie mir nicht eher wieder vor die Augen, bis Sie mir einen möglichst großen Scheck auf diesen Tisch legen können. Sie wissen, wir können jeden Cent gebrauchen. Wiedersehen. Mein Lohn ist, dass ich dienen darf. Was ist das? Santa Maria, du sollst mich doch nicht immer so erschrecken. Ist aus Südamerika. Guck mal. Ich habe da Menschen gesehen, die Mächte des Himmels und der Hölle anrufen, wenn sie sich auf Erden nicht mehr zu helfen wissen.
Warum packst du deine Sachen zusammen? Gehst du weg von hier? Ja, Liebes. Oberin Schwertfeger hat mir eine wichtige Aufgabe übertragen. Aber du kannst uns doch nicht allein lassen mit der blöden Bibelzicke. Die behandelt uns wie Behinderte. Die Oberin meint es gut mit dir. Das musst du mir glauben. Ja, Lena, und wenn du gar nicht behindert bist, dann brauchst du ja auch keinen neuen Rollstuhl, gell? Santa Maria! Und das Fluchen haben sie auch gleich beigebracht. Wieso? Ist doch nur so ein Stoßgebet. Der Gründer unseres Hauses war schließlich Marienfan. Demut, Schwester Anna. Ihnen und Lena fehlt es eindeutig an Demut. Ich weiß, Frau Oberin. Wir sind hier im Vatikan der evangelischen Rechtgläubigkeit. Aber Lena hat bei dem schweren Unfall ihre Mutter verloren und ist dabei zum Krüppel geworden. Also ich finde, der Herrgott hat ihr damit schon ganz schön viel Demut abverlangt. Wir jetzt ohne Mio fangen. Doch, nichts dazu. Los, Stefan. Kerzen ausgewechselt, Abgasuntersuchung erledigt, Scheinwerfer einstellen, korrigiert, Innen- und Außenreinigung, alles passt. So, Vorsicht! Hoffentlich bringt er mich auch heil wieder heim. Ein frommer Geschäftsmann hat uns einen Leichenwagen gespendet. Wenn Sie wollen, können Sie auch im Leichenwagen fahren. Geben Sie dem mal lieber unsere Oberin. Super Idee. Mein Voodoo-Maskottchen ist weg. Komisch, heute Morgen war es noch da. Bitte Gott, Josefa. Und bleib gesund.
Grüß Gott. Scott, danke vielmals. Du hast ja vielleicht Nerven am helllichten Tag im Büro. Muss das sein? Ich bin nicht den weiten Weg von Ostbayern gekommen, irgendetwas zu tun, was unsere Gelübde verbieten. Du bist immer noch zu hübsch für ein Leben ohne Männer. Und du bei deinem Aussehen müsstest längstens im Vorzimmer vom Papst sitzen. Da sitzen schon andere. Also, was gibt's, Anna? Bist du gekommen, um mir Vorwürfe zu machen? Sagen wir so, dein Anrufen der Diakonie hat meinen Aufgabenbereich verändert. Oh, ich dachte, ich telefoniere mit deiner Assistentin. Assistentin? Katholische Karrieristen wie du haben vielleicht Assistenten. Wir Diakonissen machen unsere Arbeit noch selber. Jedenfalls war ich bis gestern noch Stellvertreterin von Oberin Schwertfeger. Jetzt bin ich wieder für die Silberlinge zuständig. Habt ihr was mitgebracht? Hier, für dich. Danke. Mhm. Wie geht's ihr? Sie spielt Basketball. Was, im Rollstuhl? Ihre Fouls sind gefürchtet. Sie wird immer hübscher. Ja. Und sie ist jetzt auch in einem Alter, in dem Kinder Fragen stellen. Zum Beispiel, warum dürfen evangelische Pfarrer heiraten, aber katholische nicht? Oder wer ist mein Papi? Du kennst die Haltung meiner Kirche zu Kindern ihrer Priester. Finanzielle Absicherung unter der Bedingung. Ja, Markus, ich kenne die Bedingungen. Absolute Diskretion. Ich war sogar so diskret, dass bis heute keiner weiß, was für ein Kuckuckskind ich der Diakonie untergeschoben habe. Nicht mal meine Oberin. Anna, Lena ist in deiner Nähe bestens aufgehoben. Und ich kenne niemanden, auf dem ich mich so verlassen kann wie auf dich und auf Gott. Naja, ich muss. Draußen vor der Stadt warten noch ein paar katholische Sachwerte auf Liquidation zugunsten der Diakonie. Du bildest in meinem Revier? Seit wir einen evangelischen Ministerpräsidenten haben, ist für uns vieles leichter. Ja, Gott sei mit ihm. Und mit dir. Amen. Amen. Ja, ja. Josefa. Ludwig, das ist die Franz. So ist es. Trinkst du auch häufig? So, die Herren. Das ist mein Bier. Schau, die Tomaten sind von meiner Oma. Und die Tomaten und der Petersilie von dem Opa. Dankeschön. Setz dich her, Elias, Essen ist gleich fertig. So, Bürgermeister, jetzt ist es soweit. Jetzt hat ihre sündige Seele endlich eine Ruhe. Dankeschön. Bestimmt, wo sie den Rest der Kirche vererbt hat. Das Erbe wird dem Pfarrer freuen. Kirche erbt's, ich kauf sie ab und der kann sie's bissen. Der Pfarrer wird den Laden wohl kaum selber führen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das der letzte Wille von der Josefa war. Dass meine Mädels alle auf der Straße stehen, wenn die Kirche erbt. Auf der Straße stehen deine Engel so oder so. Ist das die Dorfstraße 1? Dorfstraße 1. Weißblauer Engel. Das klingt vielversprechend. Schon? Schwester Anna, diakonisches Werk. Grüß Gott. Aha. Ist Rauchen verboten? Na. Und sonst auch nichts. Grüß Gott. Ui, eine Nonne. So was hat uns gerade noch gefehlt. Nein, nein, ich bin keine Nonne, ich bin Diakonisse. Schwester Anna vom Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche. Ja, wir stellen aber niemanden mehr ein. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich hier einfach so reinplatze, aber ich bin Testamentsvollstreckerin für Frau Josefa Ballersteller. Sie hat uns dieses Objekt hier vermacht. Vermacht? Die Möbel oder die Madeln?
Hör jetzt auf. Die Immobilie Dorfstraße 1. Mit allem, was dazugehört. Wir Engelhardinger, wir sind nur katholisch. Und wir vererben auch nur katholisch, nicht evangelisch. Stimmt's, Bürgermeister? Dem Vernehmen nach bestand bei Frau Ballerstaller kurz vor ihrem Ableben die konkrete Absicht des Wollens, die Kirche als Universalerbin einzusetzen. Was sie auch gemacht hat. Aber doch nicht die evangelische. Sie fixen noch einmal. Hat doch der Pfarrer zu dir gesagt. Schnauze. Das Beichtgeheimnis gilt wohl nicht im Fall von einer Puffmutter. Und in dem Fall von einer toten Puffmutter schon gleich gar nicht, oder? Mascha, geh weiter. Ich brauch doch kein Beichtgeheimnis. Ich weiß es doch alles schon vom Heiligen Geist. Und Sie? Haben Sie was Schriftliches? Ja, selbstverständlich. Hier, bitteschön. Ein notariell beglaubigtes Testament, den Grundbuchauszug und eine Inventarliste. Ich bin hier, um alles ganz genau zu überprüfen und den Verkauf einzuleiten. Wer macht denn hier eigentlich die Buchhaltung? So, Oma, setz dich da hin. Und lass den Schlüssel nicht wieder von innen stecken. Sonst muss ich heute Nacht wieder durchs Fenster. Du, warum ist denn die Josefa eigentlich umgezogen? Weil sie tot ist, Oma. Die liegt da drüben. Bei den Tomaten, beim Schaufleben. Ja, beim Friedhof gleich da drüben, lieber. Also, Oma. Ja, schlaf gut, Oma. Umzug. Vielleicht willst du was trinken. Wollen Sie was trinken? Gerne einen Tee. Haben Sie Passionsblumenkraut? Na, wir haben einen Earl Grey. Mit Erektionsverstärker, Hausmischung. Dann nehme ich ein stilles Wasser. Sehr gerne. Das Testament ist echt. Die Ballerstallerin hat uns ganz schön in der Nase rumgeführt. Nicht einmal mehr auf ein Beichtgeheimnis kannst du verlassen. Das heißt, ich führe ab sofort die Verkaufsgespräche nicht mehr mit der katholischen, sondern mit der evangelischen Kirche. Ich führe die Verkaufsgespräche. Und ich entscheide auch, welches Angebot die wohltätigen Zwecke der Diakonie am ehesten erfüllt. Oh, vielen Dank. Bitte schön. Es gibt aber bloß ein Angebot. Und das ist von mir. Es existiert doch noch nicht einmal ein Gutachten über den Verkehrswert. Wir wollen doch nichts überstürzen, Herr Breitmoser. Ludwig Breitmoser, Hoch- und Tiefbau. Herr Breitmoser, lassen wir diesen Abend doch nicht mit Geschacher um Josefas Erbe ausklingen, sondern im Gedenken an die liebe Verstorbene. Da Sie ja quasi alle meine Gäste sind, möchte ich mein Glas erheben auf Frau Josefa Ballerstaller. Paul Gerhardt hat ein sehr tröstliches Lied geschrieben und ich muss sagen, mit meinen eigenen Worten kann ich es auch nicht besser treffen. Ich bin ein Gast auf Erden und hab hier keinen Stand. Der Himmel soll mir werden, da ist mein Vaterland. Hier reis ich bis zum Grabe, dort in der ewigen Ruhe ist Gottes Gnadengabe, die schließt all Arbeit zu. Ja, sehr schön. Aber wer hier was zuschließt, das singen wir noch. Theo, komm, wir packen's. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Also Mädels, genug getraut. Die Josefa hat gesagt, eine schöne Leiche bringt Leben in die Bude. Also, alle Engel an die Arbeit. Liebet euren Nächsten. Das ist ja meine Rede. Komm, Madonna. Nicht alles, sondern Totengräber ist tot. So, jetzt geht's auf. Jetzt hat sie gelebt, die Josefa. Ja. Josefa war eine gute Frau.
Sie hat auf uns aufgepasst, für uns gekämpft. Wie heißen Sie eigentlich? Xana. Xana, war das hier immer schon ein solches Haus? Josefa hat uns bei sich aufgenommen. München ist eben sehr teuer. Müssen wir jetzt nun alle gehen? Ich fürchte ja. Das ist Gottes Gnadengabe, die schließt alle Arbeit zu. Wo haben Sie das eigentlich gelernt, Xana? In Brasilien, im Heim für ledige Mütter. Schwester Wilbrandes vom Martin Luther Verein hat immer mit uns gesungen. Sie kommen aus Novo Hamburgo? Nein, meine Mutter lebt dort. Es ist nicht gesund. Die Schuhfabrik hat sie entlassen. Ich schicke jeden Monat Geld. Xana! Xana, nein! Kommst du? Kundschaft! Das nächste Mal, da seid ihr so stürmisch, gell, Marschall? Habt ihr ein bisschen mehr davon? Das war schon super. Jetzt geht's heim zur Mama. Kriegt's was machen. Frische Fleischflöte, heute im Angebot. Frische Fleischflöte? Genau, kurz auf Seitenbäumen. Wir gehen zu Josefa. Nein, Wally, Zimmer 2. Nein, Zimmer 2 mag ich nicht. Wir gehen wir zu Josefa. Auf geht's, Bussi. Frische Fleischflöte. Genau. Moment mal. Grüß Gott. Wir haben's eh gleich. Gell? Aurora, Schatz. Raus! Schatz. Herr, mein Gott. Ich danke dir, dass du mich durch diesen Tag gebracht hast. Lass mich in Frieden unter deinem Schutz schlafen und bewahre mich vor den Anfechtungen der Finsternis. Amen. Grüß Gott, guten Morgen. Könnten Sie mir sagen, wann der Bäcker wieder aufmacht? Ja, der macht nimmer auf. Semmel und Brot kriegst bei uns. Dreimal die Woche von 8 bis 10. Und Zeitung? Ja, hier. Ist ein bisschen spärlich. Das langt leicht. Das halbe Dorf ist schon weg. Ganz Engelharting wird aufziedelt. Wieso? Weil wir halt strategisch günstig liegen für die Großkopferten. Der Ober sticht den unter. Sie reißen Äcker an sich und Häuser, wie es sie gelüstet. So treiben sie Gewalt mit eines jeden Hauses und eines jeden Erbe. Sag ich doch. Also, was kriegen wir? Ein Vollkornbrot ohne Konservierungsstoffe, bitte. Franz, haben wir ein Brot ohne Konservierungsstoffe? Ohne Konservierungsstoffe haben wir überhaupt nichts. Ja, das ist kein Reformhaus. Ja, dann nehme ich doch am besten Fleischflöten. Was? Fleischflöten? Gibt's bei uns schon lang keine mehr. Mai, was mache ich denn da? Ich brauche dringend ein sehr, sehr schönes Frühstück für 6 hungrige Mäuler. Wissen Sie was? Ich stelle Ihnen jetzt was Schönes zusammen und bringe es Ihnen vorbei. Ausgeliefert wird bei uns überhaupt nichts. Wir sind keine Spedition. Muss ich es halt selber schleppen. Jetzt schau her, Theo. Da heute der Hopfen blüht, kommt der Golfplatz hin. 18 Loch. Dahinter, in der Dorfstraße, ein Visionär plastischer Architektur, das Casino. Und daneben gleich die Kegelbahn. Zentralpyramidaler Form, mein Breitmoser City Center. Daneben St. Magdalenen, die Verköstigung der Massen. Und da, wo die Hedwig neue Hütten hat, das Weltfußballmuseum. Und da als Globalpremiere der erste Fan- und Fußballfriedhof. Sind wir hier richtig bei der Hedwig-Gandl-Gruber? Dorfstraße 13a? Das stimmt doch, oder? Die Hedwig ist umgezogen. Da lieber. Umgezogen.
Die Hedwig ist nämlich jetzt eine Tomate. Eine Tomate? Ja, warum hat sich denn die Hedwig in eine Tomate verwandelt? Sucht die Schaufel, Hedi. Frau Gandelgruber, wir haben einen wunderbaren Platz im Hospiz für Sie organisiert. Da sind lauter nette Menschen, die sich schon auf Sie freuen. Frau Oberschwesterin, ich sag's Ihnen zum letzten Mal. Die Oma bleibt hier bei mir. Also laut Beschluss des Vormundschaftsgerichtes ist Frau Hedwig. So nicht, junger Mann. Pause, du Opfer. Verstanden? Ist Frau Hedwig Gandelgruber eine hilflose Person und in geordnete Pflege zu übergeben? Ja, jetzt gehen wir. Sonst vergiss ich mal, dass ich mein Ministrant war. Hören Sie mich nicht an. Richtig. Lassen Sie mich los. Ich bin nur der Zili. Für Sollenautomaten. Jetzt ist schon erleben. Dann kommt der Schaufelette und frisst euch. Da bei der Liegewiesen machen wir während der Bauphase erst einmal die Parkplätze hier für unsere Nutzfahrzeuge. Ja, aber der Baggersee, der ist doch noch Gemeindegrund. Und wenn alles, der ganze Freizeitpark, fix und fertig ist, dann legen wir das Gelände völlig neu an. Mit am Schwanensee, Freilichtbühne, am echten Sandstrand, Schifferl, Fontänen. Und am Abend fährt der König Ludwig in seinem Schwan. Jeden Abend rundum und winkt die Leute zu. Die Wiese ist an den Indianerclub Isarflimmern verpachtet. Geh weiter. Bayern braucht keine Indianer. Bayern braucht einen König Ludwig. Ludwig, magst nicht vielleicht noch ein bisschen zuwarten, bis die offenen Fragen mit der Gandelgruber Hedwig und dieser Diakonisse endgültig geklärt sind? Nix. Wir fangen an, bevor das Wasser zurückfährt. Auf der Hedwig ihr Bruchbude haben wir sowieso ein Vorkaufsrecht, sobald sie im Hospiz ist. Ja, und diese dicke Nisse aus Neuendettelsbach, die mache ich ganz schnell katholisch. Rein verfahrenstechnisch kann uns die ganz schön verhungern lassen. Widerspruchsverfahren, Wertgutachten, Ausschreibung, Vergleichsangebote. Das klären wir wie immer mit der normativen Kraft des Faktischen. Wart's ab, Theo. Im Herbst eröffnet der Beckenbau unseren Fußballfriedhof. Und wenn wir Glück haben, ist die erste Leiche einer von der letzten Weltmeisterschaft. Ja, so ist es. Entschuldigung. Guten Morgen. Was ist denn das für eine Musik? Schön, gell? Auf den Schinken habe ich Prozente bekommen. Ja, ein Wunder, dass wir ohne sie noch nicht verhungert sind. Morgen. Morgen. Ah, nein, bitte. Erst wird gefrühstückt. Ja. Wo sind denn die anderen alle? Die schlafen noch. Ui, Frühstück. Nicht für mich. Feiern wir ein Fest? Nein. Das wird ein Arbeitsessen. Meine Mädels arbeiten nicht vor Einbruch der Dunkelheit. Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, wie es weitergehen soll mit Ihnen und den Damen? Ich meine, Sie haben außer dieser Tätigkeit doch sicher noch was anderes gelernt. Bitte schön, oder? Ich nicht. Aurora, du? Nein. Ja, also es gibt Umschulungsprojekte für ehemalige Prostituierte. Ich kann Ihnen da über die Diakonie sicher weiterhelfen. Und für Sie finden wir bestimmt auch was. Umschulung. Ja, es war's. Altenpflege? Vom Puff ins Altersheim. Das schaffe ich ja ohne Umschulung. Mascha, bring mir mein Frühstück. So, guten Morgen. Morgen. Wie schaut's denn hier aus? Ja, Christus, hast du heute deine Spendierhosen an? Oder hast du Geburtstag? Ja. Morgen. Guten Morgen. Prost. So, und jetzt sage ich Ihnen mal was. Sie kommen da reinspaziert mit Ihrer Karfreitagsvisage. Und mischen sich in unser Leben ein, bloß weil Sie kein eigenes haben.
Mit einer ordentlichen Berufsausbildung haben Sie doch alle ganz andere Chancen. Die Menschen werden wieder Respekt vor Ihnen haben. Wir verschaffen uns schon Respekt, keine Sorge. Und nur weil Sie Ihrem Unterleib die ewige Ruhe verordnet haben, so lang gilt es noch lange nicht für unseren Unterleib. In diesem Laden findet ab sofort kein wie auch immer gearteter Verkehr mehr statt. Dieses Haus ist geschlossen. So ein Schmarrn. Mascha, den grünen Ordner. Auch wenn Sie die Besitzerin, die neue Besitzerin dieser Immobilie sind. Mein Pachtvertrag, der geht noch genau ein Jahr. Da. Und so lange können Sie Ihr evangelisches Umschulungsprogramm bei sich selber ausprobieren. Lassen Sie sich doch auf Amiseurhilfe umschulen. Oder wachsen bei Ihnen schon die Spinnweben. Sehr beeindruckend. So reden ganze Kerle. Männer, die da unten 1000 Volt haben, aber denen da oben trotzdem kein Licht brennt. Manchmal stören Spinnweben in der Birne mehr als anderswo. Darüber sollten Sie mal nachdenken. Womit auch immer. Mei Christus. Da drüben liegt sie. Die Josefa. Ich warte schon längst auf ihn. Danke. Ich fürchte, da hat sie mir ein schönes Ei gelegt, die Frau Ballerstaller. Ja, der gerade Weg hat's geschockt. Das ist immer der steinigste. Was machen Sie denn da? Ja, immer das Gleiche. Seen, ernten, Seen, ernten. Das sind ja gelbe Rüben. Ja. Radiesel haben wir auch, grüne Bohnen, Vogelsalat, alles. Wenn Sie mal Vitamine brauchen. Das hier ist ein Friedhof. Ach, mein Gott ist schon längst verschwunden, also Herr Harting. Und wenn Sie an den Breitmoser verkaufen, dann müssen wir alle weg. Bloß weil es dann keinen Puff mehr gibt. Es steht und fällt alles mit dem Engel. Josefa hat das genau gewusst. Ich bin aber nicht Josefa. Unser Dorf geht unter, haben Sie das noch nicht gemerkt? Da braucht es kein Chaos, kein Regen und keine Sturmflut. Da lang der einzige Ludwig Breitmoser. Und eins sag ich Ihnen, ganz gleich, was Ihnen der Breitmoser für ein Angebot macht. Verdoppeln und ein Nuller drauf. Da kannst du ungefähr hinkommen. Anna. Ich hab da was für Sie. Danke. Wie komme ich denn zu der Ehre? Das würde ich Ihnen gerne bei einem kulinarisch hochwertigen Abendessen erzählen. Nur wenn Sie Zeit haben. Vielleicht um 6. In Ordnung, wo? Ich lasse Sie abholen. Geht das kleine Grau in Ordnung? Fantastisch, Schwester Anna. Der liebe Gott ist zu beneiden. Schauen Sie, Schwester Anna, ich verstehe die Leute nicht, die auf Weltreise gehen und mir dann vorschwärmen. Wenn ich eine Weltreise mache, dann maximal München, Engelharting und dann daher.
Da schaue ich auf meine Fußballer, genieße die Atmosphäre, gehe die Logen ein bisschen ab, besuche Geschäftsfreunde. Mehr brauche ich nicht. Ich hab schon alles gesehen. Das reicht mir für die Horizonterweiterung. Danke. Ein kleiner Gruß von der Küche des Vereinspräsidenten. Unsere Blutwurstsonne. Ist das der erste Gang? Wir sagen halt Mondratzel dazu. Der Franzose sagt Amuse-Gueule. Gaumenfreude. Im weißblauen Engel kriegt man stattdessen einen Obstler und die Hand von der Madonna auf dem Oberschenkel. Also eine Art Vorspiel. Ja, genau. Das Dratzel ist bei uns traditionell gratis. Wollen wir nicht lieber gleich zur Sache kommen? Wir sind doch längst bei der Sache. Aber halt mehr so auf die bajorisch-katholische Art. Nicht so überraschungsarm und lustfeindlich, wie es bei den Protestanten üblich ist. Herr Breitmoser, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie legen mir Ihr Angebot auf den Tisch. Ich werde es prüfen und vergleichen. Und in ein paar Tagen gebe ich Ihnen Bescheid. Geben Sie einem armen Sünder doch einmal eine reale Chance. Ich habe jetzt seit 20 Jahren diese Firma. Hoch- und Tiefbau Ludwig Breitmoser. Aber ich kann nichts mehr aufbauen in Engelharting. Ich kann nur noch abreißen. Weil dieses Dorf langsam zerbröselt. Da muss was Neues her. Was für die Zukunft. Etwas ganz Großes. Was Dauerhaftes. Was sich nicht so leicht abreißen lässt. Und dazu brauchen Sie den weiß-blauen Engel. Ich brauche den Engel nicht. Ich brauche den Grund unterm Engel. Und wofür? Für einen Friedhof. Ein Friedhof? Für die Fußballfans. Und zwar für solche Fans, die über ihren Tod hinaus ihrem Verein die Treue halten möchten. Und für diese Fans habe ich mir gedacht, denen biete ich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Stadion exklusive Grabstellen an. Den Eingang, den bauen wir uns als Tor. Und dahinter, die ganzen Gräber, werden tribünenartig angeordnet. Das ist pervers. Nein, das ist nicht pervers. Das ist ein besonderer Akt von Seelsorge. Wer hier begraben liegt, hört bis zum jüngsten Gericht die Posaunen und Jubelchöre aus dem Stadion und ist faktisch schon ein Engel im Himmel. Und deswegen brauche ich für meine Breitmoser City den Grund vom weiß-blauen Engel. Schauen Sie. Es war eigentlich als Nachtisch gedacht. Aber bitte, das sind 50.000 Euro. Das ist der Betrag, den ich mit der Josefa ausgemacht habe. Jetzt ist sie leider von uns gegangen. Und weil es für einen guten Zweck ist, lege ich noch mal 50.000 drauf als Spende für die evangelische Kirche. Eine Million. Bitte? Ja, ich habe mich ein wenig umgehört in Ihren Kreisen. Und ein Fachmann gab mir die Faustregeln mit auf den Weg. Breitmosers Eröffnungsangebot verdoppeln und eine Null dran. Das gibt in etwa den Spekulationswert. Macht bei 50.000 eine Million. Eine Million Euro? Ja. Haben Sie denn nicht gewusst, dass wir lustfeindlichen Protestanten den Kapitalismus quasi erfunden haben? Wir haben nie Geld verprasst, sondern immer alles schön gewinnbringend angelegt. Wir haben auch nie die Welt genossen, sondern immer Zinsen eingesammelt. Wenn ich Ihre Spende von vorne mit reinrechne, komme ich sogar auf 2 Millionen. Das ist eine Kriegserklärung. Nein, das ist nur ein kleiner Gruß aus der protestantischen Küche. Sie müssen sich ja nicht gleich entscheiden. Ich habe den Engel ins Internet gestellt. Unter www.wohnraumpatrouille.de können Sie ab sofort mitbieten. Und seien Sie herzlich bedankt für diesen wunderbaren Ausblick auf Ihren Horizont. Wollen Sie das her? Schwester Annas, Registratur. Soll das heißen, Schwester Erika, dass wir von der katholischen Kirche Alimente überwiesen bekommen? Und das schon seit Jahren. Schon unter meiner Vorgängerin. Die Musik, das ist nur Je t'aime. Je t'aime, wo sind Sie? Was? Mascha? Mascha? Ist das ein Glas Wasser, schnell! Frau Oberin, ich kann jetzt nicht, ich rufe zurück, ja? Und wer zum Teufel ist dieser Christus?
Hallo, Mascha. Ich habe Frühstück mitgebracht. Zigaretten? Nein, was ganz Gesundes von der Metzgerei Wallner. Wie geht's Ihnen heute? Der Doktor sagt, ich soll mir keinen Roman über 300 Seiten mehr kaufen. Unsinn. Mascha, wollen Sie nicht für ein paar Tage im Engel wohnen, bis es Ihnen wieder besser geht? Niemals. Am Ende verirrt sie noch ein Freier auf mein Zimmer. Und ich doch fast keine Erinnerungen mehr habe. Und die technischen Abläufe, Tassen sind drin. Nehmen Sie sich auch eine mit. Ja, gern. Bekommen Sie Sauerstoff? Lungenemphysem. Sie sind so krank, dass Sie schon Sauerstoff brauchen? Ich krieg schon lange keinen Sauerstoff mehr. Zu teuer. Ich bringe Sie jetzt ins Krankenhaus. Nein. Sie sind da verpflichtet, Ihnen zu helfen. Josefa hat jahrelang Versicherung für Sie bezahlt, das weiß ich aus den Akten. Ich gehe in kein Krankenhaus. Geh doch, ich packe ein paar Sachen zusammen. Damit ist ab sofort Schluss. Die Mascha bleibt, wo sie ist. Bringst die Zigaretten wieder hin. Ja, aber... Hey, nix. Sie kommen da daher mit ihrem sauber gestärkten Kreigerl, als ihr Mann ist, verkaufen ihr Erbschaft. Ja, und wollen mit ihrer evangelischen Dreiquartelbaumherzigkeit so schnell noch in ein paar Seelen retten. Nicht? Zack, und dann sind sie weg. Und für uns ist alles noch viel schlimmer. Ja, aber dabei sind sie ja längst schon wieder in ihrem Kloster und haben die Taschen voller Geldsuppe. Eine Diakonie ist kein Kloster. Sehen Sie denn nicht, dass sie Hilfe braucht? Das ist meine Lunge. Das ist meine Krankheit. Und dann sind meine Zigaretten, gell? Kann mir mal irgendjemand erklären, warum die Josefa Ballerstatter den weißblauen Engel ausgerechnet der Diakonie vermacht hat? Rache. FC Bayern, deutscher Meister. Hallo, Oma. Der Schirm spinnt. Ja, Oma, ich kümmere mich drum. Breitmoser. Drecksau. Der Breitmoser müsste Backe sehr auf. Den schnappen wir uns. Attacke! Liebe Engelhardingerinnen und Engelhardinger. Was ist das denn? Jedenfalls nichts Gutes. Verlassen Sie bitte das Gelände. Ansonsten müssen wir es leider polizeilich räumen lassen. Und Sie? Es gibt weder eine Baugenehmigung, noch stehen hier irgendwo Bauschilder. Und ordnungsgemäß gesichert ist der See auch nicht. Deswegen befestigen wir jetzt erst einmal das Ufer. Auf welcher Rechtsgrundlage? Darüber bin ich Ihnen, glaube ich, keine Auskunft schuldig. Und jetzt verschwinden Sie da, oder haben Sie da auch was gehabt? Hier spricht Schwester Anna vom Weißblauen Engel. Dieser See ist das Herzstück unserer Gemeinde. Wir wollen, dass er genau so erhalten bleibt. So, jetzt passt mal auf. Hier spricht Ludwig Breitmoser. Der See samt dem Ufer. Das ist alles Baustelle. Ab sofort. Und niemand wird uns daran hindern. Und schon gar nicht eine Puffbesitzerin in Ordenstracht. So, Bum, macht's weiter. Kommt's alle mit, Schana. Kommt's. Wir breitschen, das ist unfair. Auf, halt! Halt! Alle Menschen, du die guten Willen sehen! Ja, Breitmoser! Bringt sie mal in einen Streifenwagen und fahrt her zum Baggersee! Hier zu mir! Auf! Das müsste reichen. So, Ludwig, geh mal. Die machen das schon. Die Kampfhänger, führt sie auf. Jetzt kommen, Schwester.
Das ist ja nichts für Sie. Ich kann ihn doch nicht allein lassen. Sie bitte an, lassen Sie mich raus, schnell, bitte. Wenn die Frau da vorne sieht, was im Engel los ist, dann sind wir alle geliefert. Ja, Sie laufen rüber zur Kirche und ich kümmere mich um die da. Ja. Entschuldigen Sie, ist bei uns noch wer gestorben? Nein, das ist mein Dienstwagen. Das war eine Sachspende ans diakonische Werk. Entschuldigung, ich suche die Schwester Anna Seelen, bin da von der Diakonie. Schwester Anna? Nie gehört. Aber das ist schon der weiß-blaue Engel des Wirtshaus. Ja. Schon, aber wir sind ein streng katholisches Haus. Also Angehörige fremder Konfessionen haben bei uns gar keinen Zutritt. Ach was? Ja, aber vielleicht finden Sie Ihre Schwester Anna ja drüben beim Baggersee. Da gibt's einen ökumenischen Freizeit- und Badebereich für gemischte Konfessionen. So was gibt's? Aha, und wo ist denn der Baggersee? Na ja, da. Danke. Anna! Und jetzt? Na ja, jetzt ziehen Sie erst einmal was Anständiges an. Hier in der Kirche? Glauben Sie mir's, unsere Heiligen, die haben schon viel Schlimmeres gesehen als eine nackerte Evangelische. Danke. Wart dann im Auto draußen, vorm Friedhof, gell? Und die Oberin? Die habe ich zum Baggersee geschickt. Wenn wir Glück haben, ich werde gerade jetzt von der Polizei verhaftet. Herr im Himmel. Anna? Ja? Da. Da, nimm das. Es gehört gewaschen, gebügelt und gepflegt. Wird gemacht, Chef. Ja, und Xana, bitte schnell. Ich fühle mich so unwohl in den Klamotten. Ja. Ja, sagen Sie mal, wo haben Sie denn das her? Christos, hast du ihr das gegeben? Aufpassen, das sind einfach meine besten Sachen. Seid fix. Jetzt sitzt ein bisschen. Dankeschön. Entschuldigung schon, Schwester Anna, aber Sie sind ein super Chick. Chick? Na ja, Spitzenhaus, steiler Zahn, ein fisches Madel. Ich versteh schon, aber Ihr Wagen ist auch nicht schlecht. Ja, wollen Sie mal? Was? Erfahren. Mit dem da? Na, mit dem da. Ja, sofort. Ich habe sie noch nie lachen sehen. Das ist pure Verzweiflung.
Um mich herum bricht alles zusammen und ich kutschiere mit einem Zuhälter im offenen Cabrio durch die Landschaft. Und dann Humor haben sie auch. Im Auge des Orkans hat der Mensch eine unglaubliche Freiheit. Glauben wir's alles. Ich hab genügend Zeugen, die beeidigen können, dass es die evangelische Diakonisse war, die die anderen alle aufgehetzt hat. Eine Gottesdienerin, die mit Nutten und Krawallbrüdern zusammen den ganzen Münchner Norden terrorisiert. Du fette Sau! Mordversetzung! Sei mal raus! Das Herz gleich die Engel singen. Lass, die kannst du laufen lassen, die Buren. Das ist mir wurscht, mir geht's einzig und allein um diese renitente Diakonisse. Wir sind nachher Sie? Oberin Schwertfeger von der evangelischen Diakonie Neuendettelsbach. Wir sind unter anderem bekannt für unsere hervorragende Rechtsabteilung. Die kenne ich ja gar nicht. Die ist unschuldig, die müsst ihr auslassen. Sonst gibt's einen Riesenskandal. Ah, Frau Oberin, wenn Sie mir bitte die Gelegenheit geben, dieses bedauerliche Missverständnis aufzuklären. Und wer fährt? Die hätten sehr romantische Zimmer da herum. Aber sonst geht's Ihnen gut. Nein. Das ziehen Sie sich auch so aufreizend an. Ja, ja, die Kutte macht den Mönch. Haben Sie denn so gar kein Interesse, von mir näher kennengelernt zu werden? Ich habe schon genug Katastrophen am Hals. Ich denke, es wird Zeit, dass wir zurückfahren. Mir wird langsam kalt. Zahlen bitte. Oh. Keine Danke. Sorge. Die heilige Jungfrau Maria passt auf uns auf. Mit der Maria haben wir Protestanten es gerade nicht so. Na, dann führe ich dich. Fürchte ich, haben wir jetzt Pech gehabt. Wann geben die dir endlich einen neuen Rollstuhl? Ach, das kann dauern, bei der Oberziege. Eigentlich dürfte das gar nicht machen, hier so ein Tuning. Für den Sport gibt's extra Stühle. Der hier ist Schrott. Meine Beine sind auch für den Schrott. Aber Schwester Anna sagt immer, dem einen macht der liebe Gott Beine, dem anderen nimmt er sie. Aber wem er was nimmt, dem gibt er auch was dafür. Was? Aber wem er was nimmt, dem gibt er auch was dafür. Und was meinst du, hat er dir gegeben? Für deine Beine? Eine ganze Menge. Einen alten Rollstuhl, einen Basketball, Schwester Anna und ich als meinen persönlichen Mechaniker. Ja. Was machst du denn mit Schwester Annas Volopuppe? Nix. Ich wünsch mir was. Und hier am Fuße der Arena eine herrliche Seelenlandschaft. Fällt dir noch was? Geht schon. Und natürlich behindertengerecht, seniorentauglich und indianerfrei. Ich wollte mit meinem Freizeitparadies gerade auch Familien aus den unteren Einkommensklassen ansprechen. Zum Beispiel Montagvormittag. Happy Hour Angebote für soziale Randgruppen. Alles zum halben Preis, Betreuer zahlen nix. Aha. Ja, das ist ja immerhin recht löblich. Mein Großvater, Ludwig Breitmoser, war ein ganz, ganz einfacher Maurer in Engelharting. In jedem Haus dort steckt auch sein Schweiß mit drin. Gestorben ist er trotzdem als armer Hund. Sein Sohn Ludwig, mein Vater, hat nach dem Krieg Engelharting zum zweiten Mal aufgebaut. Gereicht hat's für einen frühen Herzinfarkt. Sagen Sie, wie wollen Sie denn das alles finanzieren? Aus eigener Tasche? Wissen Sie, dieses Land hat mir so viel gegeben. Da möchte ich in meinen letzten Schaffensjahren meiner bayerischen Heimat etwas davon zurückgeben. Aber leider hat Ihre Schwester Anna mein Angebot und die Spende zurückgewiesen. Wie viel? In meinem Beruf lernt man vor allem drei Dinge.
Demut, Demut, Demut. Ich war immer, obwohl katholisch, ein Förderer der ökonomischen, der ökumenischen Idee. Wie viel? 50.000. Spende extra. Spende extra. Da lege ich nur mal 50 obendrauf. Ja, mit mir wäre das in Ordnung, aber ich kenne mich halt mit Immobilien überhaupt nicht aus. Und trotzdem, Frau Oberin, habe ich das Gefühl, wir sind aus demselben Holz geschnitzt. Ich finde es direkt schade, dass wir beide nicht an diesem Stamm gemeinsam weiterschnitzen dürfen. Es hätte eine hölzerne Brücke über den Graben der Reformation werden können. Aber die göttliche Vorsehung in Gestalt von Schwester Anna hat es eben nicht gewollt. Ja, da machen Sie sich mal keine Gedanken. Ich werde schon dafür sorgen, dass Ihr ökumenisches Werk vollendet wird. Schnapsel? Ach ja, vielleicht ein ganz kleines. Also, Madonna, vierte. Und merci noch mal. Haben wir denn nein, ja? Moment mal, das war doch. Da spinne ich. Santa Maria. Schwester Anna. Frau Oberin. Sana, mein Ordenskleid, aber schnell. Xana, vor der Kundschaft. Noch das noch. Anna, können Sie mir irgendeinen Grund nennen, der mich davon abhalten sollte, Sie aus der Schwesternschaft auszuschließen? Es gibt doch jetzt viel Wichtigeres zu tun. Die Mascha braucht dringend Geld für ihren Sauerstoff. Xanas Mutter kann in Novo Hamburgo die Miete nicht mehr bezahlen. Und ich finde, dass die Engel hier im Haus doch auch ein Recht haben auf eine Zukunftsperspektive. Anna, ich habe Sie hierher geschickt, damit Sie sich um das Gebäude kümmern. Ja, ums Gebäude, nicht um den Inhalt. Tu deinen Mund auf für die Stummen und für alle, die verlassen sind. Ja, jetzt kommen wir mal wieder mit Luther. So, jetzt haben wir's. Danke, Madonna. Servus. Und die Xana hat's ein bisschen kürzen müssen, weil sie einen Stoff braucht hat, damit sie den Riss abflicken können. Aber es war eh viel zu lang. Grüß Gott. Ich bin die Madonna. Und ich komme aus Niederbayern. Wie die Uschi Glas. Ja, Oberin Schwertfeger. Grüß Gott. Ach, dann sind Sie die Chefin von der Anna? Ja, genau. Mei, das freut mich. Und Sie regieren also auch ein Frauenhaus. Ich bin Oberin der evangelischen Diakonissen. Ach, super. Und ich wollte auch immer eine Filmschauspielerin werden. Und ich war schon auf dem Weg nach Los Angeles, bin aber gleich bei der Durchreise in Engelharting hängen geblieben. Naja, was soll's, wenn man denkt, erstens ist sie hier auch nicht schlecht. Und zweitens, ja, für diese Pretty Woman-Stiefin sind ja meine Haxen eh viel zu kurz. Die gingen ja bis darauf, die Hund. Und als dann auch noch der Schwarzenegger in Politik gegangen ist. Ja, und der Christus, was ist das für einer? Der Christus? Das war aber der Grieche, aber netter. Und als der bei der Bundeswehr hat aufhören müssen, ist er mit seinem Entlassungsgeld hier aufgeschlagen. Und eine Woche später war er pleite. Die nochmal gerupft. Und dann hat ihm die Josefa Ballerstaller, also unser Oberin sozusagen, angeboten, kann er doch gleich da bleiben und soll für uns Engländer aufpassen machen. Also ein Zuhälter. Also kann man das jetzt aber auch nicht sehen. Ui, das passt. Habe ich zugenommen? Nein. Wir haben es ein bisschen auf Taille genäht, was am Christus so besser gefällt. Der mag es nämlich so richtig auf Figur. Anna, wirklich alle Werte, für die wir Diakonissen stehen, haben Sie in den Schmutz gezogen. Nein, Frau Oberin, das habe ich nicht. Ich habe nur festgestellt, dass das Testament von der Josefa Ballerstaller keine Spende war, sondern ein Hilferuf. Da geht's nicht raus. Und er ging mit gutem Grund nicht an die katholische Kirche, sondern an uns. Schwester Anna, zum wiederholten Male. Wir sind nicht der Reparaturbetrieb der katholischen Kirche. Und übrigens auch nicht Ihr heimlicher Kinderhort. Ja, Gelder, Kuketze, ich weiß alles. Das hat damals Ihre Vorgängerin mit dem Ordinariat so abgemacht. Schwester Anna, das geht so nicht. Die Katholiken lösen ihre Probleme auf ihre Weise und wir auf unsere. Und meine geht folgendermaßen. Ich verlange von Ihnen, dass Sie dieses Lustobjekt
auf der Stelle dem Herrn Breitmoser verkauft. Das geht leider nicht, Frau Oberin. Wir können nicht mehr zurück. Ich habe den weißblauen Engel ins Internet gestellt, im Namen der Diakonie. Und die Frist für die Auktion läuft erst am Freitag um 12 ab. Gut. Ich werde um 5 vor 12 mit dem Herrn Breitmoser persönlich hier erscheinen. Und dann, Schwester Anna, so leid es mir tut, ist auch Ihre Frist abgelaufen. Mei Anna, da hast du eine nette Chefin. Na, servus. Warum hast du mir denn nicht gleich gesagt, worum es da geht? Diskretion war unser Thema. Vielleicht erinnerst du dich. Ist dir gelungen. Markus, unser aller Herr hat mir dieses Etablissement ans Bein gebunden. Da kommst du zu mir? Mit einem Bordell? Bitte. Ich möchte dieses Haus so sozialverträglich wie möglich veräußern. Du bist wirklich der Einzige, der mir dabei helfen kann. Nein, das kann ich nicht. Doch. Ich brauche doch bloß noch ein bisschen Zeit, um neue Interessenten zu finden. Wenn du den Breitmoser überbietest, dann ist er erst einmal aus dem Rennen. Vergiss es. Der Breitmoser kauft uns in Engelhardingen gerade St. Magdalena ab, sobald die Kirche ausgesegnet ist. Ich fasse es nicht. Ihr schmeißt diesem Kerl euer Gotteshaus in Rachen für ein paar Silberlinge? Eine halbe Million, damit kann man viel Gutes tun, anstatt eine leere Kirche zu finanzieren. Eine halbe Million, ja, ich glaube es nicht. Nach Schaufel-Edis Theorie hättest du 10 Millionen verlangen können. Schaufel-Edi, wo publiziert denn der? Du kennst Schaufel-Edi nicht? Nee. Verdoppeln und eine Null dranhängen, das ist der wahre Wert. Ich beweise es dir. Überbiete du den Breitmoser beim Weißblauen Engel und ich verspreche dir, dass du den Laden trotzdem nicht kaufen musst. Na bitte, wir sind doch keine Studenten in einem BWL-Seminar. Hier geht's um knallharte Geschäfte. Ja, jetzt lass doch mal nur so rein theoretisch, wie damals beim Börsenspiel. Man setzt zum Schein und man gewinnt zum Schein. Ja, erzbischöfliches Ordinariat zockt um Buff. Und wenn's nur theoretisch wäre, das würde ich nicht überleben. Weißt du eigentlich, was ich damals für dich riskiert habe, dass ich deine Tochter ausgerechnet bei uns untergebracht habe? Ja, dann erklär du doch mal einer erzkonservativen evangelischen Oberin, warum sie ausgerechnet einem katholischen Hoffnungsträger dabei helfen soll, einen Skandal zu vermeiden. Ach, bitte komm mir jetzt nicht mit Erpressung. Erpressung ist es erst, wenn du mal Papst bist oder zumindest Chef der Inquisition. Glaubenskongregation. Bitte? Was du Inquisition nennst, heißt heute bei uns Glaubenskongregation. Haben wir nicht, brauchen wir nicht. Hier ist Anna. Wie weg. Ich komme sofort. Markus, ich muss los. Oma Hedwig ist verschwunden. Markus. Markus, 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 bitte. Sei ein Freund. Gott schütze mich vor meinen Freunden. Wieder meine Feinde wehre ich mich selber. Martin Luther. Ja, war auch kein Depp. Eben. Gelobt sei Jesus Christus. Amen. Wird schon, Kima. Wir haben Zeit. Jetzt bewegt eure Hintern und holt den Willi her. Die Hedwig hört nur auf seine Trompete. Und der Pinguin kann sich gerne mal mit auf die Suche machen. Ohne Polizeischutz mache ich hier gar nichts mehr. Ich warte, bis die Frau Gandelgruber gefunden wird und dann nehme ich sie mit. Wohin? Ins Hospiz St. Augustin. Der Herr Breitmoser persönlich finanziert dir dort ein wunderhübsches Zweibettzimmer. Das könnt ihr nicht machen. Die Hedwig ist hier zu Hause, hier in Engelharting. Die lässt sich nicht so einfach umtopfen, das überlebt sie nicht. Bei uns überlebt sie länger als hier bei diesem brutalen Rowdy, der hier ein- und aussteigt und haust wie so ein Penner. Also was machen wir jetzt? Halten wir zu den Evangelischen oder zu den Katholischen? Zu den Evangelischen. Die haben die schönere Uniform. Also, packen wir's. Paulus, wir fahren. Shit.
Tomaten. Oh mein Gott. Komm gleich. Hallo? Ist da jemand? Solly, Sir. Wir haben geschlossen. Ah ja. Mama, Madonna! Sag mal, von wem hast du das? Ich hab's selbst gesehen. Die Hedwig. Okay, wie kommt denn die alte Hedwig auf den Kirchturm auf? Will sich umbringen? Glaub's nicht. Die alte ist ja völlig durcheinander. Wer weiß, was da alles passiert? Jesus Maria. Gehen. Wir sind Engel um mich stehen. Zwei Zopf meine Häuten. Hedwig! Bitte bleiben Sie, wo Sie sind! Bitte! Zu meinen Füßen. Zwei zu meiner Rechten. Zwei zu meiner Linken. Ich hätte Hedwig! Am Turm hoch, die hupft ja gleich, aber ist die völlig durchdraht. Da ist die Anna. Was ist denn da los? Anna, pass auf! So, jetzt schaust, dass du aus deinem Wagen rauskommst. Wenn die da oben hupft, dann hat der Breitmoos ein Leichen mehr im Keller. Das sag ich da und ich hol jetzt die Presse. Bist du da? Ja, grüß Gott, hier ist die Madonna. Ja, die Steckelhuber. Ludwig, komm sofort zur Kirche. Da oben, da sitzt die Hedwig. Ja, wo? In den Engelharting bei der Kirche, am Kirchturm. Ich bin da, Herr Robin. Mir wird das jetzt langsam alles zu heiß hier. Die Presse ist auch schon unterwegs. Ich kann das als Bürgermeister beim besten Willen bald nicht mehr vertreten, Ludwig. Ludwig! Und du musst nachwarten tun und versuch die Person zu sichern. Und Sie, Schwester, Frau Schwester, Sie kommen da oben wieder runter. Sie haben ja gar keine Berechtigung, da oben zu sein. Also, nachher, komm jetzt bitte runter und folgen Sie meine Anweisungen. Jetzt kommen Sie runter, habe ich gesagt. Die kriegt Panik! Achtung, Achtung! Alles zurück! Aus psychologischen Gründen müssen alle Uniformträger von uns zurück! Keine Uniformen! Unbedingt! Und zivil! Gib mir deine Trompeten! Was soll es, Christus? Das ist eine Strategie, Willi. Im Auge des Orkans hat der Mensch eine unglaubliche Freiheit. Wenn die Uniform sich gedreht wurde. Ja, Willi, jetzt will. Diesmal Anna! Sogar aus Leder! Ludwig, das geht zu weit. Wenn die Gantelhuberin springt, dann sind wir geschiedene Leute. Als Bürgermeister von Engelharting bin ich dem Gewein wohl verpflichtet. So, auf einmal, Depp. Was machst du denn für Sachen? Oma! Die Oma ist umgezogen.
Ja, das weiß ich doch. Du bist nicht der Willi. Doch, doch, Oma! Blöd, mach es von Scheiß. Bleib zurück im Turm. Wäre Tomaten. Na, Oma, du bist noch lang keine Tomaten. Doch, der Schaufletti, der macht aus mir ganz viele Tomaten. Rot und saftig. Das hat er mir versprochen. Okay, Oma, da gehen wir doch jetzt zum Schaufletti. Ha? Ja? Also, komm, Oma. Bleib's ganz ruhig. Wahnsinn! Gott sei Dank! Yeah. Ja, super! Bravo! Toll! Bravo, Anna! Oma, komm! Eli! Was machst du für Sachen? Du bist ja. Jetzt gehen wir erst einmal warm. Ist das? Markus! Kevin! Du bist da, jetzt wird alles gut. Hm? Lassen Sie die Schwester los. Sicher. Die ist evangelisch. Ist ja gut. Wer ist das? Christos. Aha. Das ist Markus, ein alter Studienkollege von mir. Und Christos passt auf die Engel auf, unten beim Gastwirt. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich bin so froh, dass du dich entschieden hast. Nein. Ich habe nur geschaut, was du da so machst. Also, aber ich denke, das ist so eine kleine, intime Familienfeier. Da will ich nicht stören. Man sieht sich, ja? Ja, Markus. Na, Breitmoser, gibst du endlich auf? Aufgeben? Nie. Bei allem Respekt, aber ein Breitmoser gibt nicht auf. Noch Marmeladbrot? Hm? Ich mach da eins. Zwetschgenmarmelade. Zwetschgenmarmelade ist aus. Gib's dir, Erdbeer. Morgen. Wo bleibt denn eigentlich die Schwester Anna? Die sitzt oben an ihrem Computer und zittert, ob ihr jemand bis Mittag ein höheres Angebot macht als unser Freund Breitmoser. Wie viel Zeit bleibt denn immer? Es geht ihnen ums Haus, nicht um uns. Das sollten wir endlich mal kapieren. Das, was ich sag. 10 Minuten kehrt der Engel am Breitmoser. Und die evangelische Kirche ist um 50.000 Euro Juterslohn reicher. Super. Ah, da. Jeanne d'Arc vom Baggersee. Die Retterin der letzten Ureinwohnerin von Engelharting. Das bist du, Oma. Aber mir werden 50.000 Euro verschachert. Den wirklich schwer enttäuscht. Ist wirklich sehr nett, wie ihr über mich denkt. Vielen herzlichen Dank. Wir haben gehofft, dass Sie... dass Sie den Laden für uns behalten. Behalten? Mhm. Jetzt denk doch mal nach. Das diakonische Werk der evangelischen Kirche kann doch keinen Puff betreiben. Ja, aber warum denn nicht? Eier Luther hat doch gesagt, in der Woche zwei, das schadet weder ihm noch ihr. Also, Tomaten mag ich jetzt einmal lang keine mehr. So, jetzt bringen wir diese Geschichte mal zu einem guten Ende, hoffentlich. Genau, packen wir es, genau. Frau Oberin. Prost. Es ist noch nicht ganz Mittag, Frau Oberin. Ja, ich weiß, Anna.
Also warten wir in Gottes Namen bis Punkt 12. Aber wenn bis dahin kein besseres Angebot eingegangen ist, dann werde ich diesen Vertrag mit dem Herrn Breitmoser unterschreiben. Honig. Über uns Protestanten lästern manche, wir würden von der grauenhaften Vorstellung gequält, dass irgendjemand irgendwo auf dieser Welt glücklich sein könnte. Oder gar hier in einem Freudenhaus. Na, um Gottes Willen. Das sprengt ja jede protestantische Vorstellungskraft. Mann, das ist so schade. Engelharting und der weißblaue Engel sind mehr wert, viel mehr. Euch und mir mittlerweile auch. Ja, mir auch. Schwanthalle. Schwertfeger. Ja, der Herr Prälat, was machen Sie jetzt da? Wir sind doch schon im Geschäft mit Ihrer Kirche. Ja, da schauen wir mal. Ich bitte 1 Million. Ja, was jetzt? Markus, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Und spricht irgendetwas dagegen, dass die katholische Kirche mitbietet? 1.100.000. Siehst du, walte deines Amtes. Okay. 1,2. 3. 5. 1,7. 1,9. Das ist doch Wahnsinn. 2 Millionen. 2 Millionen? Bietet jemand mehr? 2 Millionen zum Ersten. 2 Millionen zum Zweiten. Jesus, die Hedwig ist schon wieder unterwegs. Ab in den Keller. Ja, der Herr in Schwarz, der erhöht auf 2,5 Millionen. 2,5 Millionen zum Dritten. Es ist 12 Uhr, die Auktion ist geschlossen. Ich muss in den Keller. Moment, so geht es nicht. Und zappt dies. Oh Gott, du hast ja wirklich das ewige Leben. Jetzt kommt er raus aus dem Schirmhaufen. Vergisst man nicht, mein Marmelade. Das gibt's aber nicht. Das ist ein uraltes Fresko. Guck dir das an, Marcel. Ja, der weißblaue Engel. Einer der ältesten Verkündigungsszenen Europas. Hier stand nämlich mal ein Kloster. Hortus Angelorum, Engelsgarten. Engelharting. Und das wusstest du? Naja, wir hatten die Suche schon aufgegeben, aber deine Fotos im Internet haben mich wieder auf die Spur gebracht. Das ist wie damals beim Börsenspiel. Du warst immer der mit den Insider-Informationen. Das ist doch alles bloß vorgeschoben. Ihr packt doch alle zusammen, um immer nur mehr Geld rauszupressen. Nein, Herr Breitmoser, ab heute beginnt für Engelharting und den blauen Engel eine neue Zeitrechnung. Und Geld spielt dabei nur eine sekundäre Rolle. Das glaubt sie, oder? Dass ich mir meinen Lebenstraum kaputt machen lasse, wie ich bei euch die Klostermauer. Das bräselt doch eh schon alles weg. Wir sind noch nicht fertig. Geht mit mir. Da reden wir weiter. Herr Schatz, ich bin so ein grinsiger Arzt. Jetzt rechts mir langsam auf. Ich verlange, dass die Auktion auf der Stelle fortgesetzt wird. Ich erhöhe auf 3 Millionen Euro. 3 Millionen, Anna. Die Auktion ist geschlossen. Herrn Breitmoser bleibt der Rechtsweg unbenommen. Aber er wird sich in unserer Rechtsabteilung seine raffgierigen Zähne ausbeißen. Der weißblaue Engel geht zurück in die Hände derer, die ihn erschaffen haben. Nämlich in den Schoß der katholischen Kirche, die ab heute in der Fürsorge steht für das Haus und seine Bewohner. Nicht wahr, Herr Prälat? Wisst ihr was? Das soll ich euch haben. Könnt sich darauf verlassen. Habe ich die Ehre? Du mir. Ja, und jetzt? Ja, ich denke, zunächst werden sich unsere Gutachter mit dem Haus eingehend beschäftigen. Dann würde ich dem Vatikan einen Restaurierungsplan vorlegen. Und mit dem Segen des Heiligen Vaters werden demnächst die Maurer, Archäologen, Kunsthistoriker hier für die nächsten 4 Jahre ihr Quartier aufschlagen. Ja, und das Schöne ist, die katholische Kirche nimmt die Nächstenliebe wörtlich und betreibt den Engel erstmal weiter. Ja, bravo. Nein, stopp. Diesen Wunsch kann ich nicht erfüllen. Ja, aber hier ist doch dem Kloster sehr dankbar die Hölle los. Und die vielen, vielen Menschen müssen doch versorgt werden. Ich meine mit Essen und Trinken. Aus einem traurigen Arsch fährt kein fröhlicher Furz. Martin Luther. Ja, ja, der Luther Martin. Der Engel bleibt. Nein, Anna. Doch,
Wenigstens so lange, bis die Untersuchungen abgeschlossen sind. Ich kann diesem Haus keine Zukunft garantieren. Ja, aber doch eine Gegenwart, oder? Und wenn die recht lange dauert, ist es doch auch eine Zukunft. Und Archäologen und Kunsthistoriker sind ja schließlich auch Männer. Also, her damit. Ich habe noch nie einen Gutachter gehabt. Sabina. Herr Preller, Sie sind doch ein Mann, der die Nächstenliebe in mannigfaltiger Hinsicht erfahren und sogar praktiziert hat, gell? Jetzt vertrauen Sie doch einfach mal auf die schöne alte Weisheit, alle Wege führen nach Rom, Umwege über Engelharting inklusive. Mensch, komm jetzt. Der Engel wird dir keine Schande machen. In Vertrauensangelegenheiten habe ich dich doch bisher noch nie enttäuscht, oder? Schlag ein. Das ist Erpressung. Den nächsten hast du wieder bei mir gut. Bei mir hast du auch noch was gut. Jederzeit, Tag und Nacht. Ich nehme dich beim Wort. Ja. Aber nur bei dem. Sie will, dass ich rote Himbeeren auf ihr Grab pflanze. Rote Himbeeren? Weil die so viele Stacheln haben. Genau wie die Mascha. Soll ich einen Priester holen? Auf gar keinen Fall. Hallo Mascha. Es gibt gute Neuigkeiten. Ich habe über meine Diakonie ein bisschen Druck machen können. Und so wie es aussieht, bekommen Sie am nächsten 1. Rente. Donnerwetter. Noch eine gute Nachricht. Der Engel ist gerettet. Die Mädchen auch. Ah, das wird die Josefa freuen. Das muss ich sofort erzählen. Schwester Anna. Herr Breitmoser, bitte. Die Mascha ist gerade gestorben. Ich bin nicht in der Stimmung. Die Mascha? Das tut mir leid. Aber mir geht's auch irgendwie total beschissen. Ich verstehe nicht, dass wir zwei nicht zusammenkommen. Sie mit ihrem protestantischen Eigensinn. Ich mit meinem katholischen Pragmatismus. Da lasst sie doch viel mehr sanieren als bei euren Mauern. Dafür braucht's halt einen gestandenen Unternehmer. Naja. Einer, der sich was einfallen lässt, wie rund um den Engel wieder blühende Landschaften entstehen können. Ja, sozialer Gartenbau für Wallfahrer und Ausflügler. Aber ob da einer Prälat mitmacht? Ich kann ja mal ein gutes Wort für Sie einlegen bei ihm. Das taten Sie für mich machen? Nur wenn Sie dafür sorgen, dass die Mascha Grassl eine zünftige Beerdigung kriegt. Die Mascha. Die kriegt eine Beerdigung. Wie bei Moosammer. Gut. Ich habe gehört, da braucht jemand einen neuen Rollstuhl, und zwar einen, der nicht sofort unterm Hintern zusammenbricht. Santa Maria, ein neuer Rollstuhl. Tja, jetzt hat sie endlich einen Vater und darf es nicht mehr wissen. Ist doch ewig schade. Danke. So Partnerschaften können doch zusammenwachsen. Ja, wie wollen Sie das denn machen? Wie immer. Auf meine
dem Sinn unseres Versprechens verpflichtete, diskrete Art und Weise. Ey, danke. Ihr seid echte Engel. Zu spät, ich komme zu spät. Lass mich jetzt bloß nicht im Stich, bitte. Los, ihr Rennschnecken, jetzt gebt mal Gas und sagt mir, wer von euch die schnellste ist. Oh, ja. Hey, Kinder! Soll ich dich mitnehmen? Du? Ich bin noch die schnellste Rennschnecke von ganz Novodettelsibirsk. Danke, Lena, aber das rettet mich jetzt auch nicht mehr. So. Na? Ja, evangelische Diakonie Neuendettelsbach. Aha. Nein, ich bin sozusagen Ihre engste Mitarbeiterin. Worum geht's denn? Juhu! Super! Schneller, Anna! Ja. Schwester Monika, danke schön. Danke, Monika. So, Schatz, da fährst du einen gut bei mir. Ups. Schwester Anna, bist du wirklich nicht meine Mama? Nein, Schatz, wenn du mich noch tausendmal fragst, ich bin's nicht. Und mein Papa? Wer ist mein Papa? Das krieg ich raus. Versprochen. Guten Morgen, Frau Oberin, ich wäre dann jetzt da. 12 Minuten zu spät. 11 Minuten und 40 Sekunden. Plus 20 Sekunden für die Ausreden, die jetzt noch dazukommen. Also? Motorschaden. Mein Dienstwagen ist 20 Jahre alt und gemäß der neuen Feinstaubverordnung dürfte ich gar nicht mehr mit der... Schwester Anna, so geht es nicht weiter. Ihr Ungehorsam hat ein Ausmaß erreicht, wie ich es in meiner engsten Umgebung nicht länger dulden kann. Wegen 11 Minuten und 40 Sekunden. Ich habe mir erlaubt, ein Telefonat entgegenzunehmen, das in Ihrem Büro seit 8 Uhr morgens ins Leere geklingelt hat. Und da hat sich ein Herr Schwanthaler vom erzbischöflichen Ordinariat in München gemeldet. Ja. Er lässt Ihnen seinen großen Dank ausrichten in Sachen Schwester Paula. Und Sie wüssten schon... So, und jetzt kommen Sie. Ja, Schwester Paula macht gerade ihr ärztliches Praktikum in Brasilien. Schwester Paula ist Katholikin und hat ihr Kind abgetrieben. Und ganz offensichtlich mit Ihrer Hilfe. Mit einem Beratungsschein. Nach eingehender Prüfung des Einzelfalles. Frau Oberin, was hätte denn aus ihr werden sollen? So ist doch für alle Beteiligten wir das Beste. Wir sind nicht der Reparaturbetrieb der katholischen Kirche. Und schon gar nicht, wenn es um Abtreibung geht. Schwester Paula liebt Kinder über alles. Und sie wird bestimmt eine hervorragende Kinderärztin. Anna, Ihnen ist hoffentlich klar, dass Sie als meine Stellvertreterin nicht länger zu halten sind. Heißt das, ich bin gefeuert? Ja, nein. Aber Sie müssen weg. Sie müssen wieder weg aus der Zentrale. Andernfalls tanzen mir hier bald alle auf der Nase rum. Zurück nach Südamerika? Ja, das wird Ihnen so gefallen, gell? Aber eine Hungerrevolte gegen eine demokratisch gewählte Regierung, das reicht nicht. Das ging damals gegen die Bananenmafia. Schwester Anna, Sie stecken in Zukunft Ihre Nase nicht mehr in menschliche Schicksale, sondern in unsere Geschäftsbücher. Das haben Sie schließlich nicht studiert. So, hier, erledigen Sie das. Wir haben ein Wirtshaus geerbt. In einem Dorf in der Nähe von München. Seltsamerweise ist unsere Gönnerin katholisch. Also praktisch ihr Spezialgebiet, gell? Also, fahren Sie hin, liquidieren Sie und melden Sie mir Vollzug, aber zitissime. Und treten Sie mir nicht eher wieder vor die Augen, bis Sie mir einen möglichst großen Scheck auf diesen Tisch legen können. Sie wissen, wir können jeden Cent gebrauchen. Wiedersehen. Mein Lohn ist, dass ich dienen darf. Was ist das?
Santa Maria, du sollst mich doch nicht immer so erschrecken. Das ist aus Südamerika. Guck mal. Ich habe da Menschen gesehen, die Mächte des Himmels und der Hölle anrufen, wenn sie sich auf Erden nicht mehr zu helfen wissen. Warum packst du deine Sachen zusammen? Gehst du weg von hier? Ja, Liebes. Oberin Schwertfeger hat mir eine wichtige Aufgabe übertragen. Aber du kannst uns doch nicht allein lassen mit der blöden Bibelzicke. Die behandelt uns wie Behinderte. Die Oberin meint es gut mit dir. Das musst du mir glauben. Ja, Lena, und wenn du gar nicht behindert bist, dann brauchst du ja auch keinen neuen Rollstuhl, gell? Santa Maria! Und das Fluchen haben sie auch gleich beigebracht. Wieso? Ist doch nur so ein Stoßgebet. Der Gründer unseres Hauses war schließlich Marienfan. Demut, Schwester Anna. Ihnen und Lena fehlt es eindeutig an Demut. Ich weiß, Frau Oberin. Wir sind hier im Vatikan der evangelischen Rechtgläubigkeit. Aber Lena hat bei dem schweren Unfall ihre Mutter verloren und ist dabei zum Krüppel geworden. Also ich finde, der Herrgott hat ihr damit schon ganz schön viel Demut abverlangt. Haben wir jetzt ohne Mio gefangen? Da, nichts dazu. Los, Stefan. Ausgewechselt, Abgasuntersuchung erledigt, Scheinwerfereinstellung korrigiert, Innen- und Außenreinigung, alles passt. Vorsicht! Hoffentlich bringt er mich auch heil wieder heim. Ein frommer Geschäftsmann hat uns einen Leichenwagen gespendet. Wenn Sie wollen, können Sie auch im Leichenwagen fahren. Geben Sie dem mal lieber unsere Oberin. Super Idee. Mein Voodoo-Maskottchen ist weg. Komisch, heute Morgen war es noch da.